Okay. Moment, ich hab doch hier noch den, genau. Ich dir auch nochmal die Chance, ein paar EP sich dazu zu verdienen. So. Ja, ich habe wieder ein ganzes Stück gewonnen. Wohin geht's denn da? Ach, hier oben ist ja doch noch was. Ich hoffe nicht, dass das alles noch aus Gängen besteht, in denen 3 Milliarden Gegner sind. Da dauert das ja Jahre. Okay. Zwergenfürst. Zwergenfürst. Zwergenwache. Lichtmagier, Unterstützung. Zwergenwache, Zwergenwache. Dann Großmagier. So. Der Sortierung bin ich eigentlich ganz zufrieden. Direkt mal noch ein bisschen drauf. Naja. Solange er mir keinen übermäßigen Schaden zufügen kann. Boah. Es ist so warm. Und ich habe sogar den Ventilator immer noch im Hintergrund an. Aber soweit ich das gesehen habe, hört man den auf den Aufnahmen nicht übertrieben laut. Also wenn man's weiß, dann hört man's, aber sonst nicht. Deswegen ist es auch gut, dass ich das so oft sage, damit es auch auf jeden Fall dem Letzten auffällt. Naja. Ich hätte mir ein Thema überlegen sollen. Zum drüber reden. Irgendwie passiert hier ja doch nicht so wahnsinnig viel. So. Die Berserker sind gar nicht maskiert übrigens. Fällt mir gerade auf. Die brauchen das wohl nicht. Naja. Okay. Ganz langsam. Ich glaube aber, dass dieses Szenario genau das auch bezwecken soll. Diese unendlich langen Höhlenkämpfe. Keine Ahnung, ich bin jetzt seit. Müsste jetzt mittlerweile seit 300 Folgen sitze ich wahrscheinlich schon an diesem Szenario. Weil ich das ja nicht als. Das kann ich nicht als eine Folge rausbringen. Das kann ich aber nicht machen. Das wird sich niemals, würde sich das irgendwer in einem Rutsch angucken. Will ich mir ja selber nicht antun. Okay, halt, Heilung geht vor. Könnte es sein, dass das da oben die Magier. Ach, ich kann schon gar nicht mehr reden. Die Burg des Lichts ist. Ich hoffe es sehr inständig. Es würde mich sehr freuen, wenn da oben tatsächlich ein Hoffnungsschimmer in Sicht kommt. Sehr gut. Rückzug. Ich muss hier erstmal wieder eine neue Front aufbauen. Okay. So viel zur neuen Front. Jetzt muss ich noch die Einheiten sortieren. Wie sortiere ich die denn hier am besten? Brauche ich nicht.
stellst du dich da rein. Du musst weg. Nein, nicht der Großmagier. Du musst weg. Und du da oben rein und... Schön. Genau so. Und dann... Stoppt die Frevler, die des Meisters Ritual stören. Welches Ritual? Nein. Nein. Och, bitte nicht. Och, nö. Womit habe ich das verdient? Ja. Dann mache ich mich jetzt bereit, die nach und nach und nach Einheit für Einheit für Einheit wegzurasieren. Der hat wieder 300 Millionen von diesen Donnertypen. Was auch sonst. Das andere könnte ja einfach sein. So, hier erstmal austauschen. So, ich bewege mich hier aber auch nicht weiter nach vorne. Er muss zu mir kommen. Okay, schön. Naja. Okay. Mache ich das am intelligentesten. Rückzug, nach vorne, tauschen. Schön. Und ab dafür. Er kommt auch erstmal nur mit seinen Donnertypen. Aber die Angriffe zerfallen an meiner Verteidigung. Okay, weiter. Wenigstens hat er keine Ulf-Serker ohne Ende ausgebildet. Das ist schon mal ein schwacher Trost. Tschüss. 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 Boah, das läuft ja unglaublich gut gerade. Er weiß aber auch nicht, was er mit seinen Einheiten machen will. So. So. Nächste Runde wird dann wieder umsortiert. Wird garantiert nicht den Fehler machen und weiter nach oben gehen. Das aber mal glauben. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Den dahinter, den dahinter. Ich habe einen weiteren, also eine Linie habe ich dazu gewonnen. Naja. Muss
seine Einheiten wirklich Schritt für Schritt für Schritt ausradieren. Schön. Wird immer die ganze Zeit schön geheilt. Und nächste Runde. Ich lasse mich auch nicht weiter nach vorne locken, weil den Ulf-Serker da hinten habe ich gesehen. Wenn ich da reinrenne mit einer Einheit, wird er die Einheit irgendwie mit seinen Donnerwächtern da anschwächen und dann mit seinem Ulf-Serker den Rest geben. Und da muss ich sagen, habe ich recht wenig Lust drauf. So. Deswegen, ich könnte jetzt... Obwohl, Moment. Okay. Das könnte was werden. Ja. So, und jetzt du wirst verlangsamt. Schön. Und du machst ihn jetzt. Rennst ihn weg. Jawohl. Jetzt mit dem Greifen rein. Mal gucken, was. Och nö. Ein Weg, zwei Weg, drei Weg. Wie viele Wege gibt's denn hier? Wie groß ist das noch? Werde nie wieder aus dieser Höhle rauskommen. Ich sehe es schon kommen. Ich werde in dieser Höhle elendiglich zugrunde gehen. Naja, erstmal. Es sind überall Runen. So. Ach. Ach, kannst ja gar nicht. Na, egal. Na dann. Erstmal mit allem, was ich habe, hier reinströmen. Ich sehe auch keine Gegner weitere. Das möchte ich sehr begrüßen. Aber immer so kleine, leichte Kost an Szenarien. Und jetzt das letzte knallt ja rein im Schwierigkeitsgrad. Da konnte ja niemand rechnen. Dazu natürlich noch der Plot-Twist. Ich bezweifle, dass sie diesen Hammer zu bösen Zwecken missbrauchen können. Der Typ, der den gemacht hat, so ultra war. Wird sich der Hammer doch nicht so einfach missbrauchen lassen. Habe ich irgendeine Einheit, die Training braucht? Ja, du da. Das heißt, ich werde ihn noch nicht umbringen, diese Runde. Okay, x-tausend Türen und 3 Tonnen an Runen, Gegnern, alles. Okay, weg. Schön. Der hat nochmal einen ausgebildet. Konnte sich nicht zusammenreißen. So, jetzt ist er aber hinüber. Ist die Frage, roter oder weißer Magier? Ich nehme noch einen weißen Magier. Ich kann gar nicht genug Heilung hier drinnen haben. Jetzt stirb endlich. Sehr gut. Gut, was haben wir hier? Endlich jemand, der Karaks Schwindel durchschaut. Karaks Kampf richtete sich doch gegen sogenannte Schlammschubser. Warum bist du also hier, Zwergengefangener? Vielleicht wusste ich zu viel. Als seine maskierten Meuchelmörder brandschatzten und versklavend umherzogen, brachten sie die Gefangenen in die tieferen Höhlen. Sie wurden nie mehr gesehen.
Ich ging dem nach und erfuhr von den Untaten. Doch bevor ich das Unrecht in die Welt hinausschreien konnte, wurde ich entdeckt, verhaftet und hier eingekerkert. Ich sage euch, er zelebriert ein blutiges, unreines Ritual und opfert dabei unschuldiges Leben. Diese Kerker dienen dabei als Vorratskammer. Hier pfercht er seine Opfer ein, bis er sie braucht. Die bevorzugten Schlammschubser wurden schon abgeholt. Jetzt sind nur noch wir paar Zwerge übrig. Wir stören Karaks Pläne. Noch stärker als wir dachten. Ohne die Gefangenen kann er seine dunklen Rituale nicht vollenden. Okay, was gibt's hier? Es ist verschlossen. Aber unsere Hämmer werden Abhilfe schaffen. Okay. Noch ein Haus. Gut. Ich erkunde erstmal in aller Ruhe und heile alle meine Einheiten wieder hoch. Boah. Aber das ist ganz cool gemacht, dass es jetzt hier mal ein bisschen Ruhe gibt. Noch mehr. Noch mehr. Wenn ich hier noch so mit Einheiten beschenkt werde, dann schwant mir sehr, sehr, sehr Übles. Weil bekomme ich ja ohne Ende Einheiten. Naja. So. Ich schick mal nur den Greifenreiter durch diesen Gang. Der ist von allen der schnellste. Okay, da kommt eine Höhle. Ist die Frage, was hat das zu bedeuten? Wahrscheinlich nichts Gutes. Ist nur die große Frage, muss ich in die Richtung? Weil ich habe hier unten ist ja noch diese große verschlossene Tür da. Ich frage mich, wozu die da ist. Muss ich da überhaupt durch? Bevor ich die Richtung nicht weiß, gehe ich nicht mit meinem Riesenheer in diesen ultra engen Gang rein. Das wäre ziemlich doof. Was zur Hölle? Ja toll. Zurück zur Runde 107. Wie weit kann diese Spinne laufen? Zurück zur Runde 107. Oh Gott. Wer soll denn bitte damit rechnen? Vor allem, was soll ich dagegen tun? Ich habe eine Idee. Dafür brauche ich einen Magier des Lichts. So, und den Großmagier. Den Rest ziehe ich jetzt einfach hier zusammen. Wo ist denn eigentlich Aiglondur? Schön. Aber ich bin im 10er-Bereich wieder für Gold. Mache ich das jetzt? Okay, das müsste reichen. Ja. Wunderbar ist das. So, gib ihr. Schön. Kommt da noch was? Boah. Diese
Spinnen hauen rein. Ah, ich werde noch mal die Runde neu starten müssen. Ja, du stirbst. Ja, du tötest die Spinne. Ich kann gucken, da kommt nicht noch eine.